Hallo und herzlich willkommen zu meinem verspäteten Weekly-Blog. Es tut mir super dolle leid, aber mir ist halt tatsächlich erst am Sonntag, als ich das Video gedreht habe, aufgefallen, dass die Batterie von meinem Mikrofon leer war und nur mit der Kamera kriege ich das nicht hin, den Ton irgendwie so zu bearbeiten, dass da das Verhältnis stimmt. Was soll's? Jetzt ist es soweit, ich habe eine neue Batterie. Und genau, auch hier ein bisschen was von meiner buchigen Woche, was ich gelesen habe, was neu eingezogen ist. Und ja, ich überlege gerade, was ist sonst groß passiert. Ich war im Kino und habe Fantastische Tierwesen den zweiten Teil geguckt. Den fand ich ziemlich cool, aber ich kann auch die Kritiken verstehen. Ich habe das Gefühl, es wurde unglaublich viel angeschnitten, aber es war die Zeit nicht dafür, alles zu thematisieren oder ganz auszubauen. Aber es folgen ja auch noch ein paar Teile, deswegen ja. Aber ansonsten hat er mir ganz gut gefallen und jetzt geht's los mit meinen neuen Büchern. Zum einen durfte einziehen Crossroads, Way Down We Go von der lieben Ronja. Das Buch ist auch letzte Woche erschienen. Da gibt es auch einen kleinen Beitrag, wieso ich mich so sehr auf das Buch freue, auf meinem Blog. Das kommt auch mit unten in die Infobox mit rein. So ein bisschen auf Monsterjagd. Und ich freue mich schon total auf die Charaktere, weil die fanden sich schon ziemlich cool und vom Klappentext her. Und natürlich sowieso auf die Geschichte. Weihnachten in der Lindwurmfest. Ich weiß gar nicht, ob man das so gut lesen kann, wahrscheinlich nicht. Von Walter Mörs, das neueste Buch, ist auch ganz dünn und klein und süß. Und ich freue mich, ich muss ja gestehen, ich kenne bisher halt tatsächlich nur die Graphic Novel Version, die beiden Bände. Möchte das jetzt aber gerne ein bisschen nachholen, weil zumindest da finde ich seinen Stil ziemlich cool und freue mich jetzt total hier auf das weihnachtliche Abenteuer. Eigentlich wollte ich es mit der lieben Sarah zusammenlesen, aber ich habe so ein bisschen den Startschuss verpasst. Aber jetzt werde ich es bald nachholen und freue mich schon sehr. Und auch nach und nach müssen jetzt seine anderen Bücher bei mir einziehen. Carlsen Verlag hat mich erreicht, Das Geheimnis des Schlangenkönigs, und ich finde, dass dieses Kinderbuch, genau, es ist ein Kinderbuch ab 11 Jahren, aber sowas lese ich zwischendurch auch ganz gerne, schon allein super cool aussieht. Das ist mal was anderes, also ne, es ist halt nicht diese typische Protagonistin, das typische Setting, und ich bin sehr gespannt, beziehungsweise den größten Teil der Geschichte kenne ich schon. Dazu wird auch ein Beitrag im Carlsen Adventskalender online gehen. Schaut da unbedingt vorbei. Es gibt insgesamt 24 Beiträge. Wir sind ein paar Blogger, die das zusammen gestalten. Und da gibt es natürlich auch was zu gewinnen. Von der lieben Rika hat mich noch zum Geburtstag der Zombie Survival Guide erreicht. Ich freue mich total. Ich bin ein riesen Zombie-Fan. Dazu auch eine super coole Tasse. Und auch hier werde ich auf jeden Fall demnächst mal reinlesen, weil ich halt das Buch schon ganz oft gesehen habe, bis warum auch immer, aber bisher noch nicht bei mir einziehen durfte. Aber dafür ja jetzt. Ganz vielleicht habe ich mir auch noch zwei Comics bestellt, von einer Reihe, die ich schon unbedingt super lange mal starten wollte. Runaways. Es ist einmal die ganz große Fassung vom Panini Verlag, die ich da bestellt habe, die auch, das ist halt auch mega dick, ne? Und dann gibt es nämlich auch noch bisher, aber nur auf Englisch, von der Rainbow Rowell eine Ausgabe. Und wie hätte ich da nein sagen können? Das war es auch schon mit den neuen Büchern. Reicht ja auch, ne? Kommen wir jetzt zu den Gelesenen. Es waren auf jeden Fall wieder wesentlich mehr Comics und Mangas. Irgendwie bin ich da gerade so ein bisschen mehr im Flow als mit den normalen Büchern, aber ist ja auch mal in Ordnung. Einige haben bestimmt schon mitbekommen, dass ich bereits von den ersten beiden Bänden von Sigurd Jarun total begeistert war und super doll verliebt. Jetzt ist ja im November der 5. Band der Reihe erschienen und am Wochenende dachte ich mir so, oh, da möchte ich jetzt mal nachholen und habe in Schwung Band 3, 4 und 5 gelesen. Und es ist so, so toll. Es ist richtig, richtig schön. Es ist wie so ein düsteres Märchen gestartet und total intensiv und emotional. Und in meinen Augen einer der besten Manga-Reihen überhaupt. Six Bullet hat mich ein bisschen schockiert. Ne? Ich habe selten so viele Brüste gesehen und ich habe gehört, das hält sich ja sogar noch im Rahmen. Wahrscheinlich greife ich ansonsten nicht so zu den Mangas, wo so viele Brüste zu sehen sind, obwohl es ja gar nicht so untypisch für dieses Medium ist. Aber nichtsdestotrotz bin ich total verliebt in diese Geschichte. Es ist super spannend und man sieht ja auch hier sehr dick. Also es gibt auch eine recht krasse Handlung und es geht halt um Aliens. Es werden Aliens gejagt von den Six Bullet und das sind quasi Vampire. Sie werden Vampire genannt, sind aber nicht in diesem ursprünglichen Sinne Vampire, sondern es sind so außerirdische Organismen, die halt die Menschen einnehmen und die so transformieren in super Special Monster.
So, der letzte Manga, der ist in Ordnung. Ich habe ja gerade die ganzen Hörspiele gehört. Auch dazu gibt es einen Beitrag bei mir auf dem Blog. Total verliebt. Parallel noch die Anime-Serie und dann muss ich natürlich auch mit der Manga-Reihe starten. Und ich finde die Idee schon ziemlich abgefahren. Der Protagonist Light ist jetzt nicht so der Sympathieträger, aber Ryuk, ne? Der Todesgott Ryuk ist genial. Ich bin heute größte Fan. Dann gab es auch noch einen Comic bzw. eine Graphic Novel und das ist Nida mit Hitler aus dem Avant Verlag. Und es ist eine unglaublich interessante und sehr aufklärende Geschichte. Es geht aber um Karl Metzner. Karl Metzner gab es wirklich. Und es wird so aus zwei Zeitebenen berichtet, und zwar einmal zum Nationalsozialismus, kann man sich ja vom Titel schon ableiten, und dann aber später auch nochmal aus der DDR. Also zwei Regime, die es natürlich sehr in sich hatten und sehr konträr und irgendwie ja aber auch so ihre Parallelen aufweisen. Natürlich nicht annähernd so krass, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Sehr, sehr empfehlenswert auf jeden Fall. Als Buch endlich gelesen habe ich Arbeiter Null vom lieben Sascha und habe mich sehr, sehr, sehr gefreut, weil das Buch war leider schon viel zu lange ungelesen im Regal. Jetzt hatte ich die Tage aber irgendwie mal super Lust, da reinzulesen und habe es dann heute auch durchgelesen. Hierbei geht es um ein Zukunftsszenario. Nach einem Weltkrieg haben die Roboter die Weltherrschaft übernommen und die Menschen wurden eingefroren und werden jetzt so nach und nach aufgeweckt, aber halt auch ohne Erinnerung. Und auch hier erlebt man das aus verschiedenen Perspektiven, aber nicht, also zeitlich eher so erinnerungsmäßig, aber das ist schon das Gleiche, aber verschiedene Personen, wo man dann später so nach und nach die Verstrickung erahnen kann. Und sehr cool, auf jeden Fall sehr cool. Ihr habt es geschafft, es ist vorbei, das war es auch schon, wie schon gesagt. Nächstes Mal ist das Video wieder pünktlich. Ich habe jetzt auch zwei Batterien von meiner Freundin extra bekommen. Danke! Und das war's. Jetzt kann ich euch zwar gar nicht mehr so den schönen Start in die neue Woche wünschen, aber ich wünsche euch noch eine wunderschöne Restwoche und freue mich dann schon auf den nächsten Sonntag. Unten in die Infobox knalle ich dann wieder den Link von meinem Wochenrückblick vom Blog, weil da gibt es dann die weiteren Verlinkungen zu den Büchern, die ich gelesen habe, falls ihr dazu mehr erfahren wollt, falls euch davon was interessiert hat. Und das war's. Macht's gut. Bye.